Als die Tiere angebunden waren, früher in den Ställen, da wurde der Kot und der Hahn voneinander getrennt. Der Hahn lief in einer kleinen, dünnen Rinne ab in die Jauchegrube und der Stallmist oder der Kot mit dem Stroh blieb übrig in der Gosse liegen und den schob man dann mit der Hand raus oder hat ihn aufgeladen und rauf aus die Miste gefahren. Ja, die Jauche, die dann ablief durch diese schmale Rinne in den Jauchekeller, wurde dann zum Teil noch mit den häuslichen Abwässern vermischt, vermengt. Als es noch keine Kanalisation gab, hat man auch die häuslichen Abwässer auf die Felder zur Düngung ausgebracht. So, was da rein?